So, Freunde, da wären wir auch schon wieder hier im Nachbericht. Bisschen ruhiger jetzt, ne? Und ja, es war irgendwie aufregend. 6 Tore sind in diesem Spiel gefallen. Schon krass. Also, wir gewinnen 5:1 durch die Tore von Kimmich, Goretzka, Musiala 2 gemacht und Lewandowski mit einem Tor und einer Vorlage. Haben ein sehr, sehr starkes Spiel gezeigt, muss ich sagen. Sehr offensivfreudig. Goretzka, bester Mann auf dem Feld unsererseits. Sibora auf Arminias Seite. Übrigens ein sehr interessanter Linksverteidiger, muss ich sagen. Hat mir ganz gut gefallen hier. Und ja, wir gucken kurz mal auf die Statistiken hier. Chancen 11 zu 6, Schüsse aufs Tor 7 zu 3, insgesamt Schüsse 9 zu 6. Erfolgreiche Pässe, angeblich Bielefeld mehr, aber das ist sowieso eine komische Statistik wie immer. Ballbesitz 62 zu 38%. Spieler des Spiels Goretzka. Und jetzt ganz wichtig, wir übernehmen das erste Mal hier die Tabellenführung, meine lieben Freunde. Wir bleiben punktgleich mit Dortmund, aber sind jetzt im Torverhältnis besser. Deswegen fliegen wir da auf Platz 1. Genau. So, schauen wir kurz auf die anderen Spiele. Leipzig gewinnt 3 zu 0 gegen Leverkusen. Dortmund, wie gesagt, 1 zu 0 gegen Wolfsburg. Frankfurt 5 zu 0 gegen Union Berlin. Das ist schon krass. Halten sich auch da oben auf Platz 6. Stuttgart spielt 1 zu 1 gegen Mainz. Hertha gewinnt 3 zu 1 gegen Augsburg. Köln 0 zu 2 gegen Gladbach. Bochum 1 zu 3 gegen Freiburg. Und Greuther Fürth verliert 0 zu 4 gegen Hoffenheim. Hoffenheim Platz 7 aktuell. Okay. Stimmen. Ich habe Musiala beim Warmmachen beobachtet. Er war heiß. Ja, war er auch. Gutes Spiel gemacht, der Junge. Spieltag, Statistik, Goretzka hier in der Elf des Tages mit vertreten. Bester Spieler. Na, Haaland aktuell hier auf Platz 1 in der Torschützenliste, gefolgt von Anderson, Kramaric, Lammers und dann kommt Lewandowski mit 9 Treffern. Ist okay, wir haben ja viele Spieler hier drin. Wir haben ja nicht nur einen hier drin. Sané, Müller, Coman, alle haben sich mit eingereiht hier schon. Hier unten auch Moutinho, Musiala, Goretzka. Deswegen bin ich mal gespannt. Es sind ja noch einige Spiele, die wir haben und vielleicht kommt Lewandowski ja da oben nochmal ran. Genau, alles klar. Dann haben wir das erledigt. Und ja, Tolisso ist noch nicht ganz mit dem Vertragsangebot zufrieden. Der möchte ein bisschen mehr Gehalt haben, denke ich. Okay. Ja, also mehr als 6 geht leider nicht. Ja, was machen wir da? Geben wir ihm noch ein bisschen Handgeld? Was machen wir da? Mindestens 3 Jahre. Gucken wir mal hier, was wir hier noch hinkriegen. 500.000 bringt auch nicht wirklich viel. Okay, da müssen wir hier noch mal rangehen. Option auf 2 Jahre bringt auch nichts. Jährliche Erhöhung. 4%. Obwohl, wenn ich ihn 4 Jahre gebe, geht es auch ein bisschen höher. Wirst in der Regel spielen, ja. Ich kann ihm keinen Stammplatz anbieten eigentlich, oder? Obwohl, dann können wir hier nochmal mit dem Gehalt ein bisschen runtergehen, ne? Machen wir so. Das sollte er eigentlich annehmen. So, Oliver Kahn ist zufrieden. Sehr schön, so wollen wir das sehen. Und da haben wir es. Tolisso unterschreibt neuen Vertrag. Talentsucher Busse hat ein neues Talent entdeckt. Frühbeiß, Innenverteidiger, Positionsgebundenheit. Ja gut, das ist eigentlich das kleinste Problem, ne? 3-Sterne-Talent. Ja, den übernehmen wir. Scoutliste schauen wir uns gleich an. Tolisso unterschreibt seinen neuen 4-Jahres-Vertrag. Freut mich, dass er bei uns bleibt. Gucken, was wir auf ihn, aus ihnen noch rausholen können, ne? So, Welsmüller ist verletzt, könnte für 9 Tage ausfallen. Auslosung zweiter Mannschaft, Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt.
Okay. Gegen Frankfurt. Alles klar. So. Ich möchte Goretzka auf jeden Fall. Ach so, Spielergespräche können wir gar nicht führen. Okay, als nächstes geht's gegen die Dortmunder. Die spielen. Ja. Über die Mitte. Das heißt, was wäre besser für uns, mit dem System zu spielen oder mit dem 4-2-3-1? Ich denke, mit dem sind wir besser bedient, oder? Mit zwei Zentralen, einem Offensiven, dann ist es nicht zu offensiv, wenn ich den noch als hängende Spitze da oben reinstelle. Ich denke, so stehen wir hinten noch ein bisschen kompakter, wenn die Dortmunder sowieso nur über die Mitte kommen. Ja, dann spielen wir auf jeden Fall mit dem System. Richards lassen wir nochmal draußen. Kimmich. Ja, ich würde Klos, obwohl Kimmich ja schon ein sehr guter, sehr wichtiger Mann noch ist, ne? Upamecano würde ich aber eine Pause geben. Niklas Süle da rein. Kimmich bleibt auf rechts. Scott. Thomas Müller kann da rein. Lewandowski natürlich von Anfang an. Musiala hat mir gegen Arminia sehr gut gefallen. Ich überlege, ob ich ihn von Anfang an bringe oder Thomas Müller halt. Ich denke mal, Musiala wird von Anfang an spielen. Coman könnte auch mal eine Pause vertragen, ne? Bringen wir mal Gnabry da auf rechts. Und mehr will ich eigentlich nicht ändern. Obwohl im Spiel gegen Dortmund würde ich dann eigentlich schon Sabitzer mal spielen lassen. Neben Goretzka. So passt mir das eigentlich ganz gut. Ach so, ich wollte noch mal ganz kurz in die Taktik reingehen. Gegen Dortmund. Ja, könnte man eigentlich schon über die Flügel spielen, ne? Versuchen wir es mal über die Flügel. Die haben natürlich gute Außenverteidiger, aber hier werden Lücken sein. Hier werden Lücken sein, wenn die wirklich nur hier über die Mitte spielen. Vorne mit zwei Stürmern natürlich. Die spielen sehr offensiv durch die Mitte, wollen die spielen, ne? Also, wir spielen mit langen Bällen, das bleibt so. Ja, ruhig bisschen riskanter. So ein bisschen offensiver auch agieren. 70%. Lange Abstöße. Dann schauen wir mal, was wir da rausholen können gegen die Dortmunder. Ja, Spielergespräche können wir nichts machen. Ja, das ist auch noch eine Baustelle hier, die wir uns noch überlegen müssen, was wir da machen. Er wollte, glaube ich, auch nicht, ne? Ah, doch, jetzt will er. Ja, sollen wir denn Süle noch mal verlängern oder eher weniger? Was denkt ihr denn? Ja, Saison ist eigentlich okay, ne? Die Pfeile zeigen nach oben. Durchschnittsnote ist in Ordnung. Durchschnittsform eigentlich eine gute Form, ne? Von 11. Ich denke schon, dass wir den vielleicht noch mal verlängern sollten. Einen neuen Vierjahresvertrag würde ich jetzt mal so sagen. 8 Millionen finde ich jetzt ja schon ein bisschen heftig, ne? Machen wir mal 7 Millionen. Eine Option sollte klar gehen. Okay, erstes Angebot abgegeben bei Ulreich. Weiß ich noch nicht so genau, ob wir den noch mal verlängern. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Okay, gehen wir noch mal einen Tag weiter.
Kracherspiel hier natürlich gegen Borussia Dortmund und wir spielen auch noch auswärts. Das heißt, wir haben die gelbe Wand vor uns und das wird schon, ja, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Vielleicht bringen wir doch Thomas Müller mal von Anfang an. So, vielleicht können wir jetzt Gespräche führen. So, was kommt denn jetzt noch? Machen wir wieder weg. Ne, können wir nicht. Okay. News Center, was gibt's da noch? Sieb ist wieder fit. Höchster Formgewinn, Sané. Spielt eh von Anfang an. Merchandise. Ah, die Trikotverkäufe wollte ich mir mal angucken. Lewandowski ist da ganz weit vorne. Mit 42.616 Trikots. Krass. Gefolgt von Kimmich, Thomas Müller, Gnabry, Davis. Heftig. Fast 50.000, ne? Okay, Auslandsverkäufe. Achso, das muss noch gebaut werden, ne? Die Scout-Liste wollte ich nochmal kurz durchgehen. Da ist er sogar bei. Ja, wäre auch ein Mann für uns. Auf der Linksverteidigerposition. Definitiv. Okay. Was sagen denn die Fans hier? Oh, wir können mal einen Appell stellen. 4 Stück sogar. Wir können den Meistertitel schaffen. Lenken die Jungspieler die Profis nicht beim Training ab. Wir haben zu viele Spieler, die zwar Geld kosten, aber nichts leisten. Ich möchte ein Kind von Patrick von YouTube. Ja, das kann ich dir leider nicht erfüllen. Wie wird das Spiel gegen Bielefeld enden? Ja, 96% Sieg. Haben wir auch geschafft. Beliebteste Spieler bei den Fans. Thomas Müller, Lewandowski, Goretzka, Kimmich, Neuer. Ja gut, das ist ja das Gespann, ne? Genau. Transfervorbereitung. Baku, den dürfen wir nicht aus den Augen lassen hier. Das ist ein Spieler, den ich unbedingt haben möchte. Ich hoffe, dass wir irgendwann das Geld dafür haben. Wir loben ihn mal. Ja, ist auf jeden Fall mein Wunschspieler für die rechte Seite, ne? Also, Klostermann ist jetzt nichts für die Zukunft, meiner Meinung nach. Obwohl er eine ganz gute Durchschnittsnote hat, aber ich weiß nicht, es gefällt mir irgendwie nicht so. Gut. Jugend. Achso, was hatten wir hier eigentlich gesagt, dass wir alle drin lassen, ne, glaube ich, oder? Nur die mit einem Stern, glaube ich, sortieren wir aus, ne? Oder die mit zwei auch, ich weiß gar nicht mehr. Wir lassen einfach alles drin. Würde ich jetzt mal so sagen. Jo. Zweite. Alles klar. Dann sind wir auch schon durch für diese Folge, meine Freunde. Und ja, das Spiel gegen Dortmund spielen wir natürlich wieder im 3D-Modus. Ganz klar. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass wir die Dortmunder hier im direkten Duell dann auch schlagen können. Dass wir die Tabellenführung ausbauen können. Bin gespannt und schaltet wieder ein. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und bis zum nächsten Mal sage ich einfach mal, bleibt gesund, Leute. Bis dann. Ciao.